Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. So, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel auf Bielefeld Dynamo Dresden. Ergebnis, wie gesehen, 0:1. Ich begrüße Markus Kautschinski, Trainer von Dynamo Dresden, und Rolf Lambert, Trainer des VfB Lübeck. Erstmal herzlichen Glückwunsch und Ihr Statement zum Spiel, bitte, Kautschinski. Ja, es war ein hartes Stück Arbeit. Es ging ja relativ schnell los mit der roten Karte. Dann in Überzahl haben wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Haben sehr umständlich gespielt, oftmals so diesen Moment verpasst, in die Tiefe zu spielen oder die Flanke zu bringen. Das war nicht das, was man in Überzahl spielen muss. In der zweiten Halbzeit dann, glaube ich, bessere Lösungen gefunden, dann noch mit den Wechseln nochmal dann in Führung gegangen und am Ende mehr über die Zeit gezittert als über die Zeit gespielt. Mein Respekt an VfB Lübeck in Unterzahl, sehr, sehr gut gespielt. Haben wir mit Sicherheit auch noch ein, zwei glückliche Momente, wo das Unentschieden fallen kann. Wir sind natürlich froh über diesen Arbeitssieg, über diesen Kampfsieg. Es war schwer hier zu spielen, trotzdem keine Entschuldigung, man kann Dinge besser machen. Man muss Dinge besser machen, bessere Lösungen finden, ein bisschen mehr Überzeugung reinbringen, auch vorm Tor. Da war schon alles, was in Tornähe war, nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und trotzdem sind wir natürlich froh, an der Stelle dann so einen Arbeitssieg hier herum zu haben. Auch im Hinblick jetzt auf die nächsten schweren Aufgaben. Ich glaube, wir haben heute wieder lernen müssen, wie schwer diese Aufgaben sind für uns, diese Bürde auch anzunehmen. Und das sind immer wieder neue Herausforderungen für uns. Auch jetzt das Spiel in Unterzahl, wie gesagt, keine Entschuldigung, aber wir haben auch das erst lernen und umsetzen müssen, und ich glaube, auch das wird uns am Ende einen Schritt weiterbringen. Wie gesagt, nochmal großen Respekt vor der kämpferischen Leistung von Lübeck, da ziehe ich den Hut vor. Da haben uns alles, mehr als alles abverlangt, und am Ende haben wir dann dieses Quäntchen Glück heute auf unserer Seite gehabt. Vielen Dank. Ja, danke, Markus, sind Sie, und ich möchte gleich über zu Rolf. Dann. Ja, ich glaube, dass man, so wie mein Kollege schon sagt, Herr Markus, dass man wirklich versucht hat, hier ein offenes Spiel zu gestalten von Anfang an. Wir wollten mutig nach vorne verteidigen und auch nach vorne spielen. Natürlich macht dann die rote Karte, hinter die ich natürlich große Fragezeichen stelle, macht ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung. Du musst dann umstellen, musst tiefer stehen. Macht das Ganze nicht einfacher, und klar haben wir es dann mit leidenschaftlicher und mit großer Mentalität und Geschlossenheit versucht zu kompensieren, eigentlich über die gesamte Spieldauer, haben gewusst, dass man dann noch mehr investieren muss als Mannschaft, und aber über dieses Investment sind wir trotzdem wieder zu unseren Möglichkeiten gekommen und hätten uns durchaus belohnen dürfen mit den Ausgleichstreffern. Klar ist dann Dynamo Dresden eine Mannschaft, die schon gute Einzelspieler, vor allem in der Offensive, dann in ihren Reihen hat. Und dass es dann schwierig ist, alles wegzuverteidigen, das weiß man auch. Da braucht man dann auch ein bisschen Glück, beziehungsweise dann selbst mal. Oder man schlagt dann selbst mal zu. Unterm Strich ist natürlich immer schön zu hören, dass man Respekt bekommt für die gezeigte Leistung. Aber wir können uns jetzt auch nicht wirklich viel dafür kaufen. Wir haben uns ausgekotzt, wir haben alles eingehauen, wir sind als Mannschaft aufgetreten, es hat sicher die Körner gekostet, auch in Richtung Dienstag, wo der nächste Gegner jetzt einen Tag mehr hat, sich zu erholen. Jetzt heißt es nach vorne schauen, diesen Spirit, diese Mentalität mitzunehmen in die nächste Aufgabe, und schauen, dass wir in München punkten. In dem Sinne Gratulation trotzdem an den Sieg, für den Sieg, und alles Gute. Danke. Danke, Rolf. Fragen aus der Runde, bitte. Frage an den Dynamo-Trainer, Herr Kaczynski. Sie haben der Mannschaft nach dem Spiel im Kreis was gesagt, wo sie dann so komplett ausgeflippt ist, sich gefreut hat. Was war das? Hat sie der Mannschaft freigegeben? Ist
Nein. Wir trainieren durch. Nein, ich merke, dass bei der Mannschaft Druck ist, auch jetzt mit so einer Aufgabe umzugehen. Man ist eh schon Favorit und dann spielt man zu zehnt und dann muss man erwarten irgendwie alle, dass man alles immer irgendwie her spielt. Ich merke, es war eine Entscheidung und was die Jungs eigentlich im Training können und jetzt nicht immer auf den Platz bringen, merke ich, dass wir da Druck haben. Und ich habe den Jungs nur gesagt, dass so ein, ja, auch so ein dreckiger Sieg am Ende wichtig ist. Wir haben ja auch schon gezeigt, dass wir gut Fußball spielen können und dass die guten Spieler auch wiederkommen, dass wir uns damit nicht so belasten dürfen. Dass wir haben gekämpft, wir haben alles versucht, wir haben am Ende gewonnen. Und darüber kann man sich freuen, so oder so ähnlich habe ich es gesagt. Andere Fragen? Thomas Nordhoff, guten Morgen. Kaczynski, 4 Tore, 10 Punkte, das ist jedes Tor 2,5 Zehnerwert. Ist das optimale Besetzung in der Saison? Ja, das kann man immer so und so sehen. Also wir sind uns bewusst, dass wir uns steigern müssen, dass wir gerade im Spiel nach vorne Entscheidungen aus den Möglichkeiten mehr rauszuholen. Müssen wir uns steigern. Wir sind aber natürlich auch froh, dass wir insgesamt gut stehen, gut verteidigen und bisher wenig Tore verteidigt haben. Aber ich sehe uns auch da in allem auf dem Weg. Wir sind uns schon bewusst, dass wir uns auch noch steigern können. Aber die Punkte aus Beute für das, was wir bisher gemacht haben, da können wir, glaube ich, für den Moment mit zufrieden sein. Wolf, eine Frage an dich. Und zwar, dass wir mit Hopf schon Steine sind, zwar offensiv ausgenommen, aber letztlich defensive eingebaut. Benemner war keine Option heute. Letztlich stand ja dann kein hauptamtlicher Stürmer mehr auf dem Platz bei 0-1. Na, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Janik Geigmann ist jetzt schon das zweite Spiel hintereinander, auch hauptamtlicher Stürmer. Und wir haben uns dafür entschieden, Leute zu haben, die schnell anbauen können und laufen können. Mit Torben Deters dann einen Spieler, der eine Allzweckwaffe ist, den du überall einwerfen kannst. Und das war der Plan. Wo sind Sie, dass Philipp Rosina ausgerechnet, den Sie auch drin gelassen haben in der Startelf nach seinen vergebenen Chancen vorige Woche jetzt, eben auch so ein Tor gemacht hat, wo auch sicherlich ein bisschen Glück dazu gehört? Ja, ich habe ja gesagt, dass sich die Dinge am Ende ausgleichen werden, so wie wir in der letzten Woche Pech hatten, glaube ich, eher den Sack zumachen können, Chancen hatten. So war es diesmal dann, dieser Ball, der vielleicht abgefälscht reingeht, der Torwart noch dran ist, aber er steht halt da, wo er stehen muss. Auch dann mit der zweiten Spitze, mit Chris, glaube ich, haben wir im Zentrum dann gefährlicher geworden. Und dann kommt er nochmal mehr zur Geltung. Deswegen war uns ja irgendwie klar, dass er trifft, dass er ein Näschen hat. Und ich bin froh, dass er sich das aufbewahrt hat für den entscheidenden Treffer heute. Noch eine Frage, Herr Schostinski, zu dieser Drucksituation, mit der muss ja die Mannschaft weiterleben. Daran wird sich ja nicht ändern. Haben Sie noch eine Idee, wie man damit noch besser umgeht, was man da noch tun kann? Mentalcoach ist ja immer mal so ein Thema. Nein, wir wachsen dran. Wir werden ja auch besser und wir sind ja trotzdem in der Lage, Spiele zu gewinnen. Und von daher bin ich da völlig guter Dinge, dass das immer besser wird mit den Ergebnissen, auch mit den Aufgaben und natürlich mit diesen Momenten, die man dann bewältigt. Glaube ich, dass das Selbstbewusstsein auch wachsen wird und man darf das auch nicht unterschätzen hier. Der Boden, kämpferische Mannschaft. Wir haben selber gemerkt oder haben das ja auch schon andersrum gehabt, in Unterzahl verteidigt in Kaiserslautern, dass das dann schwer ist, auch für eine Mannschaft dagegen anzukämpfen. Wenig Räume, andere Räume. Man muss sich doch nochmal anders bewegen, muss andere Mittel und Lösungen finden. Von daher, ja, ich glaube, es ist schwierig, jetzt so eine Mannschaft da zu denken. Man nimmt die auseinander. Ich glaube, dass man diese Erwartung einfach auch der Mannschaft nicht mitgeben darf. Wir sind für den Moment zufrieden. Ja, ich habe die Situation nicht nochmal gesehen. Mein Gefühl, es ist gefährliches Spiel, es ist eine gelbe Karte, nicht unbedingt rot. Das ist mein Gefühl, ich habe die Szene aber nicht nochmal gesehen. Und ansonsten, glaube ich, haben wir in der Vergangenheit genug an solchen Dingen zu knabbern gehabt. Deswegen, das gehört irgendwie anscheinend zum Fußball dazu. Weitere Fragen? Das scheint mir jetzt nicht der Fall zu sein. Dann sage ich an die beiden Trainer herzlichen Dank. Ja. Dynamo, eine gute Heimfahrt. Viel Glück für den Rest der Saison. Danke sehr. Und dann machen wir hier vorne gleich wieder fliegenden Wechsel. Und gleich kommen dann Beppo Boland und Rosa Renner und Boban.